Ja, jetzt aber. Also, wir wollen jetzt das Lasergewehr bauen. Engines. Ja, Engines ist ein Haken. Die müssten wir erst gleich erforschen. Können wir das relativ schnell? Such was, was wie ein Motorblock aussieht. Ich bin bestimmt schon dreimal drüber. Wow, Exoskelett. Basic Exoskelett? Ah, Electric Engine. Engine. Es sieht. Ja, es sieht wie ein Motorblock aus, richtig, aber von der falschen Seite. Bräuchte Automation 2. Bräuchte Electronics. Alles super einfach machen. Also Electronics, Automation 2, Engines. Und währenddessen baue ich weiter Dinge. In der Hoffnung, dass sie mir helfen. So. Die ganzen anderen Zwischensachen brauchen wir auch noch. Also, du brauchst Engines, du brauchst auch Engines. Die brauchen anscheinend alle Engines. Du stellst Munition her, du stellst Waffen her. Du brauchtest den orangenen Kristall, der brauchte das pinke Zeug. Das pinke Zeug stellen wir hier in einem nicht mit einem Buchstaben markierten Ding, nämlich dem da. Oh Gott. Okay. Lasergewehr ist Geschichte. Wir brauchen dafür auch rote Engines. Wir brauchen noch abgefahrenes Zeug und so ein komisches Protoss-artig Ding aussehendes. Was auch immer. Das ich hier jetzt gar nicht sehe. Nee. Das hat so eine komische leuchtende Kugel in der Mitte, was wir brauchen. Nee, nicht das. Das da. Genau, das da ganz unten rechts. Das hat so ein blaues leuchtendes Ding und drumherum so eine komischen gelb-orangenen Tanks. Nee, es ist hier nicht. Auch hier nicht. Ah ja, so oder so werden wir nicht so schnell zum Lasergewehr kommen. Schade. Das sah mir echt so aus, als wie so ein kleiner Umweg, den wir gehen könnten, ohne zigtausend Tonnen Forschung. Aber ich erforsche trotzdem mal Forschung und Automation, damit wir auch intelligente Ärmchen bekommen und noch mehr Zeug. Ah, die Lavalampen werden irre aussehen später. Haben wir eine Alternative zu dem Lasergewehr? Close Combat Weapons. Wird gebaut in dem. Der braucht auch wieder die Engines. Das könnten wir anscheinend bauen. Ohne die Kristalle. Was mit dem? Du brauchst grüne Kristalle? Wo kriegt man grüne Kristalle her? Auch aus dem. Und du brauchst wieder die roten Engines. Ja, nee. Was bist du eigentlich? Du bist eine Trade Node. Können wir wohl irgendwo Handel betreiben? Okay. Was mit euch komischen Robotern? Brain Parasit. Braucht Biomasse. Und eine Combat Training Unit. Biomasse wird hergestellt aus Dreck. Wo kriege ich Dreck her? Brain Parasit. Schaden. Ist ein Brain Parasit mit einer Submachine Gun. Und einer Combat Armor MK1. Wird hergestellt in Fabrik mit so einem roten Ding an der Seite. Das bist du? Bräuchtest auch nur Engine. Ach so. Die Waffen sind gar nicht für mich. Die sind für die Jungs hier. Vergiss es. Hör auf, dich mit Yui-Con zu beschäftigen. Ich habe jetzt mit 20, 30 Minuten lang damit beschäftigt und wir haben nichts anderes in der Zeit wirklich geschafft. Das ist nicht gut. Wobei das nicht stimmt. Wir haben währenddessen geschafft, dass hier die Tränke hergestellt werden und so weiter. Das läuft ja alles im Hintergrund. Ja. Okay, also die Waffen haben wir nicht. Das heißt, wir müssen jetzt darauf bauen, dass wir mit
Türmen und Shotgun und Granaten. Granaten? Kohle. Und Granaten die Basis irgendwie geknackt bekommen. Das heißt, ich schnapp mir jetzt die Kohle. So. Bau 42 Granaten. Bau noch mehr Drills. Ein Drill noch. Bau gleich ganz viele so. Damit wir hier immer mehr Kohle bekommen, damit unten das auch nicht wieder so schnell leer läuft. Hm. Oh. Also die Basis werde ich nicht zerstören können. Da oben ist eine Einer-Basis. Laufen wir nochmal zu der Einer-Basis. Inzwischen können wir auch eine bessere Rüstung bauen. Ja, brauchen wir noch mehr Stahl für. Also, ich schnappe mir jetzt meinen Stahl, der hoffentlich hier auf mich wartet. Brech die ganzen Sachen jetzt mal ab. Bau dann erst das, bau die dann. Bau danach noch mehr Munition. Und hoffe, dass wir jetzt eine Einer-Basis kaputt bekommen. Einfach nur zum Testen. Und wenn wir die Einer-Basis schaffen, dann schaffen wir vielleicht noch eine Zweier-Basis. Und dann, ne? Geht das schon irgendwie. Dass wir dann die hinten auch noch zerstören. Mit Unterstützung von ein paar Türmen, die dann den Respawn irgendwie behaken oder keine Ahnung. Aber die Basis da unten muss weg, sonst werden wir nicht überleben. Du hast... Ich kann das nicht sehen wegen der Map. Ne, es sind zwei Spawner. Zwei Spawner, das ist später vielleicht. Erstmal einen Spawner schaffen. Und die Granaten bitte da unten hin und die Rüstung bitte schon mal anziehen. Gott. Ja, ein... dich wollen wir als nächstes. Ein Spawner, ganz alleine. Schrotflinte. Oh Gott. Oh Gott. Es geht. Toll ist was anderes, aber es geht. Ja, also ich mache den Spawner jetzt kaputt. Mit zwei Spawnern wären es einfach nur zwei Viecher, die dann alle paar Sekunden rauskommen. Was machen die Blutpollen da unten? Die sammeln sich? Also die da. Hm. Ja, egal. Also Spawner vernichten. Den Zweier-Spawner unten links von uns oder... im Ost-Südosten können wir dann so auch noch zerstören vielleicht, mit genug Munition. Problem ist nur, wenn ich zu viele Basen töte, dann mutieren die Gegner auch. Und ich müsste ja eigentlich die Basis unten links von unserer Hauptbasis zerstören. Aber das waren echt 6 oder 7 Spawner, das geht gar nicht. Lalala. Okay, wenn ich Granaten schmeiß... geht es definitiv schneller, aber es kostet halt irre Ressourcen. Es gab... es gab eine Stufe bessere Granaten in Ditech. Die muss ich mir gleich nochmal angucken. Weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir. Mal gucken, ob es irgendwas Neues gibt, wenn man Basen zerstört. Splatter. Erinnert-Fakte. Ja, gut. Dann sammeln wir den Kleinen hier auch noch ein. Wir haben erfolgreich eine Basis vernichtet. Smog? Ist das Smog? Achso, das Blut? Erstmal wandert das Blut. Und ich glaube, das Blut verursacht Smog. Krass. Das heißt, wenn wir zu viel, naja, Viecher töten irgendwo, dann lockt das noch mehr Viecher an. Das ist interessant. Okay. So.
habe kurz mit dem Gedanken gespielt, hier noch eine Zweierbasis kaputt zu machen, weil sie auch relativ nah dran ist, aber nein. Wir sollten jetzt Ressourcen horten für die Granaten. Ah, genau. Gucken, Granaten. Irgendwie. Warte, geh mal runter. Waffen 1 erlaubt Waffen 2, Waffen 2 erlaubt Granaten. Da sind Iron Armaments, die meine ich aber gar nicht. Advanced Grenade. Einfach Military 3 erforschen. Bräuchte Laser und Raketen und hellblaue Tränke. Hellblaue Tränke brauchten schon Öl, oder? Ja, ich glaube schon. Puh. Die kann ich auch noch nicht herstellen, weil ich sie erst freischalten muss, ja. Janni. Oder? Ich guck mal kurz weiter. Hier war es nicht. Da sind Engines. Boats? Ja, man kann ein Boot bauen. Ha, okay. Nein. Sturm. Ich suche gerade mal wieder hellblaue Tränke. Das kennt ihr ja schon von mir. Advanced Electronics macht ganz viel Zeug. Circuit Board, nein. Gebessert das? Nein. Nein, nein. Chemical Processes, nein. Das fünfte Mal jetzt. Das fünfte Mal, dass ich hellblaue Tränke suche. Und ich gebe auf. Also man könnte einigermaßen Richtung Öl dann gehen und hellblaue Tränke und damit dann die besseren Granaten machen und mit besseren Granaten versuchen, das zu töten. Aber das dauert locker 10 Folgen oder so. Bis dahin haben wir Medium-Biter und das ist nicht so schön. Ich könnte mit einem Overkill einfach an stinknormalen Granaten versuchen. Also keine Ahnung, 5 Stacks oder so mitnehmen und die dann da irgendwie reinballern. Wenigstens ein, zwei Spawner so töten. Ja, das klingt gar nicht mal so schlecht. Bauen wir hier ganz viele davon. Unter die Türme daneben stellen. Tun wir dich da und mit hin. Das sind echt viele Spawner. Vorteil in Anführungszeichen. Wir treffen wahrscheinlich zwei, drei Spawner auf einmal, wenn wir Granaten schmeißen. Nachteil, es werden Schweine viele Leute sein. Aber es muss doch irgendwas... Ja, ich gucke nochmal ein bisschen, was es noch so gibt, was uns helfen könnte in dieser Situation. Giftkapseln zum Beispiel. Sind aber auch erst bei Military Schieß mich tot, ha? 2, 3... Ja, bei 3. Auch wieder bei hellblauen Tränken. Oh, unsere Combat Shotgun. Warte. Für hellblaue Tränke brauchten wir da wirklich Öl? Nee. Brauchten wir kein Öl für? Batterien brauchten wir, aber nur erforscht. Nee, gar nicht. Schwefel erforschen? Wir müssen Ölerforschung erforschen. Wir müssen es aber nicht bauen. Ha! Okay. Also, Oil Processing. Da... Dann Schwefel und dann Batterien. Es dauert ein bisschen. Ah, was bist du? Force Fields. Krass. Ja, gut, dann haben wir hellblaue Tränke. Mit den hellblauen Tränken können wir die Combat Shotgun erforschen und mit der Combat Shotgun geht das schon mal richtig ab. Und ich glaube, im selben Atemzug kamen dann auch die Piercing-Munition, ne? Also Öl, Schwefel, Batterien mit hellblau. Das war zu weit. 2, 3. Nö. PC-Munition kam mit 4. Da brauchen wir Science Packs für. Wobei Science Packs gehen jetzt.
Depleted Uranium Magazin. Krass.